Guten Morgen, liebe Womoklik-Freunde. Als ich am Caravansalon in Düsseldorf war, da hat mich der Kai Deckstein angesprochen, ich soll doch so nett sein und im Herbst an ihre Messe kommen, und zwar zum Caravaning Center Schmidtmeier in Steinenbrunn. Jetzt, nächstes Wochenende, ist es soweit. Was mich noch interessiert, was da für ein Programm abläuft, und dazu habe ich bereits schon den Kai im Bild. Hallo Kai, guten Morgen. Ich sehe im Hintergrund, die Fahrzeuge stehen schon schön in Reihe und Glied. Jetzt interessiert uns mal, was bietet ihr an diesem Wochenende? Markus, wir haben dieses Jahr ein Programm zusammengestellt, das hast du noch nicht gesehen. Wir kriegen so viele Neuheiten von unseren Herstellern. Morelo, Concord, Hobby, Reisemobile, Wohnwagen. Wir haben Aktionen mit Lieferanten hier, Thermomix kochen. Wir haben so ein volles Programm. Wir kriegen so viele Fahrzeuge, wir bekommen sie gar nicht unter in unserer riesigen Halle. Ja, du redest von Halle, also wenn es regnet, dann sind wir unter Dach. Etwa 100 Fahrzeuge hier in der Halle drin. Ich versuche das mal hier rüber zu bringen, wie groß es hier ist. Es sind hier noch freie Flächen jetzt natürlich, weil wir jetzt die Tage noch jede Menge Fahrzeuge bekommen. Eines der Highlights wird der neue Concord Centurion sein, Centurion 2.0. Das Maß der Premium-Reisemobile, der ist praktisch auf dem Weg hierher, kann hier erstmalig in Baden-Württemberg live besichtigt werden. Jetzt haben wir leider ein bisschen ein schwaches Signal von dir her, aber egal, wichtig ist die Informationen für die anfahrenden Gäste. Wo parkieren die überhaupt? Wir sind hier im Industriegebiet. Am Wochenende ist hier naturgemäß nicht viel los. Wir haben also die Straßen als Parkplätze komplett, haben nebendran nochmal einen großen Parkplatz von einem angesiedelten Industrieunternehmen angemietet. Also wir werden hier alle Gäste unterbringen. Und die zweite Frage, Wohnmobilisten kommen gerne mit dem Wohnmobil. Können die auch parken? Ja, wir haben aber leider nur 2 Reisemobilparkplätze. Das wird für dieses Wochenende nicht ganz ausreichend sein. Aber die meisten haben Batterien, alles drin. Also mal eine Nacht, 2 Nächte so stehen, dürfte kein Problem sein. Also Platz haben sie. Es geht einfach um den Strom. Aber die meisten haben ja für ein Wochenende genügt, das alleweil. Also, um wann beginnt der ganze Anlass? Wir starten Samstag um 10 Uhr. Da haben wir alles aufgebaut. Wir haben auch hier, sieht man, die Bewirtung ist auch schon vorbereitet. Ganz tollen Caterer hier im Haus. Starten Samstag um 10 Uhr, Sonntag ebenfalls um 10 Uhr. Wir haben, wie gesagt, Aktionen, 4 Thermomix, Erlebniskochen, für gesundes Kochen im Wohnmobil, für die schnelle Küche im Wohnmobil oder Wohnwagen. Ach, ich kann das Programm ist so groß dieses Jahr, unglaublich. Dann freuen wir uns auf dieses Wochenende. Kommt her. Wie fährt man da am besten zu euch? Ja, wir sind hier einen Ort südlich von Echterdingen. Echterdingen ist ja bekanntermaßen Flughafen und die Messe. Ein Ort südlich in Steinenbrunn, üblicherweise über die A8 oder die A81 und 10 Minuten, Viertelstunde von der Autobahn sind wir entfernt. Gut, Kai. Dann hoffen wir auf gutes Gelingen und ich freue mich jetzt schon, bis ich bei euch da eintrudeln kann. Und ganz einfach, wir sehen uns bei Schmidtmeier in Steinenbrunn. Markus, wir freuen uns auf dich und die ganzen Gäste, die kommen. Bis dann und tschüss. Servus. So, das war's also. Kommt her, nächstes Wochenende. So wie ich gehört habe, der Wetterbericht sagt voraus, dass es ein wunderschönes Wochenende geben soll. Also, bis dann, wir sehen uns.